Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video 3.8 Mittelwerte von Funktionen. Ihr fragt euch bestimmt, hä? Wir sind doch mitten in den Integralen, was soll das jetzt? Naja, ihr werdet den Sinn schon noch sehen. Wir haben hier ein Beispiel. Die Noten einer Klassenarbeit, insgesamt 10 Schüler, schöne kleine Klasse, da kann man bestimmt toll Unterricht drin machen. Ja, die Klasse hätte ich auch gern. Und jetzt geben die Lehrer, also wir ja auch, immer den Durchschnitt einer Klassenarbeit an. Und den sollt ihr mal berechnen. Ich denke, das könnt ihr. Macht es mal, das Ergebnis davon. Gibt's in 3, 2, 1. So, das Ganze wurde folgendermaßen berechnet. Wir haben ein Zehntel als Faktor davor. Klar, weil es insgesamt 10 Ergebnisse gibt. Dadurch müssen wir teilen. Und dann wurden alle einzelnen Noten aufaddiert. Ein Zehntel mal 27,5 haben wir einen Schnitt von 2,75. Gar nicht so schlecht. Mhm. Gut, jetzt soll es aber darum gehen, wie man Mittelwerte von Funktionen bestimmen kann. Und zwar zunächst mal an folgendem Beispiel. Und zwar geht es in diesem Beispiel um die Verkaufszahlen eines neuen Produkts. Statt einem Funktionsterm haben wir direkt mal einen Graphen. Wir haben auf der X-Achse die Anzahl Tage, in denen das Produkt verkauft wird. Und auf der Y-Achse haben wir den Funktionswerte in Stück pro Tag. Es geht also um die aktuelle Verkaufsrate. Okay, ich sehe also Ihr tolles neues Produkt, um was es auch immer sich handelt, wird am Anfang sehr viel verkauft. Mhm. Also Stück pro Tag ist am Anfang sehr groß. Dann flaut aber das Interesse ab und dann hier nach 5 Tagen, ist ja so ein Tiefpunkt, da werden nur noch ganz wenig Stück pro Tag verkauft. Komisch, dass es danach wieder hochgeht. Ja, und zwar schaltet die Firma, die dieses Produkt herstellt, jetzt eben ab diesem Tag Werbung. Ach ja, klar. Deswegen steigen die Verkaufszahlen. Okay. Und wir sehen, die steigen auch bis zum Erreichen ungefähr des 9. Tages. Ich mache den mal mit rein. So. Ach, und ab da wird keine Werbung mehr geschaltet und deswegen geht es wahrscheinlich wieder runter. Genau, da flacht es dann sozusagen wieder ab. Okay. Ja, aber dann würde mich mal interessieren, wie viele Produkte werden verkauft zwischen dem 5. und 9. Tag, wo die ganze Zeit Werbung schaltet? Na gut, wenn wir wissen wollen, wie viele Gesamtprodukte verkauft werden, dann müssen wir einfach das Integral betrachten. Ach, das gibt uns ja an, die Fläche unter der Kurve. Okay, dann können wir das ja auch aufschreiben. Das ist das Integral. Ja, wieder von f von t dt. Gut, und mit der unteren Grenze 5 bis zur oberen Grenze 9. Okay. Das heißt also, mit dem Ganzen hier wissen wir dann sozusagen die gesamtverkauften Produkte vom 5. bis zum 9. Tag. Ja gut, aber ich sehe, meine Frage ist eigentlich recht langweilig, weil das hatten wir ja alles schon. Es wäre doch viel interessanter eigentlich zu sagen, wie viele Produkte pro Tag in diesem Zeitraum verkauft sind zum Schnitt. Gut, das ist ja kein Problem. Wir haben hier die gesamtverkauften Produkte und wir wissen, 5. bis zum 9. Tag, da vergehen 4 Tage. Ach so, Sie haben einfach 9 minus 5 gerechnet und kamen auf 4 Tage. Das heißt, wenn ich die gesamte Anzahl hier zum Beispiel, das wären jetzt 120 Produkte, die verkauft wurden in diesem Zeitraum, durch 4 Tage teile, würde ich erfahren, okay, pro Tag waren es 30 Produkte. Okay, ja gut, dann können wir das da vorschreiben. 1 durch, schauen wir es mal ausführlich, 9 minus 5. Das heißt, das ist also nichts anderes wie den Mittelwert, den wir da oben bei den Noten einer Klassenarbeit berechnet haben, also m quer. Genau, wir haben sozusagen den Mittelwert der Funktion vom 5. bis zum 9. Tag. So, der Mittelwert wird auch definiert und zwar wird die Zahl m quer mit ist gleich 1 durch b minus a mal das Integral von a bis b f von x dx, die heißt Mittelwert der Funktion f auf dem Intervall von a bis b. So, wir betrachten folgende Aufgabe. Die Schüttung einer Quelle wird beschrieben durch die Funktion f von t. Dabei ist t angegeben in Stunden und f von t in Kubikmeter pro Stunde. Die eigentliche Aufgabe lautet, berechne die in den ersten 10 Tagen pro Tag durchschnittlich ausgeschüttete Wassermenge. Schüttung ist hier übrigens einfach gemeint, dass wir eine Quelle haben, zum Beispiel von einem Fluss. Und die Schüttung ist das, was sozusagen an Wasser aus der Quelle rauskommt. Gut, das, was wir jetzt machen, ist genau das Neue, was wir jetzt gelernt haben. Wir haben unser m quer. Dann wissen wir, es kommt unser Vorfaktor vom Integral. Wie müssen wir den jetzt wählen? Na gut, jetzt heißt ja in den ersten 10 Tagen, das ist also 1 durch 10 minus 0, also einfach ein Zehntel, das ist ja eigentlich klar. Wir schreiben es 10 minus 0 mal hin, dass man weiß, hier ist diese eine Grenze noch mit drin. Okay, und dann wieder mal das Integral von den Grenzen von 0 bis 10, f von t dt. Ja, und ich denke eigentlich, das könnt ihr auch berechnen und die Lösung gibt es dann wieder in 3, 2, 1. So, wir haben es dann weiter ausgerechnet. Also ein Zehntel mal das Integral, den Bruch haben wir schon umgeschrieben als 90 mal t plus 5 hoch minus 2. Davon bilden wir die Stammfunktion.
Das ist dann minus 90 mal Klammer auf t plus 5, das Ganze hoch minus 1. Gut, dann setzen wir die obere und die untere Grenze ein, aber erst natürlich tun wir es wieder zurück umformen als Bruch, weil man es dann leichter einsetzen kann. Gut, dann wie gesagt eingesetzt, obere und untere Grenze, steht das da. 90 durch 15 kann man teilen, ist minus 6. Und 90 durch 5 kann man teilen, ist 18. Und dann rechnen wir weiter und kommt auf 1,2. Gut, das ist jetzt also der Mittelwert, der uns angibt, was die Quelle in den ersten 10 Tagen pro Tag durchschnittlich ausschüttet, nämlich 1,2 Kubikmeter pro Stunde. Und das Ganze schauen wir uns jetzt auch nochmal grafisch an. Hier ist es. So, hier ist zunächst mal in blau dargestellt der Graph der Funktion f von t, die eben diese Schüttung der Quelle angibt, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Und wir sehen hier Tag 0 bis zum Tag 10. Das ist sozusagen dieser Zeitraum, den wir betrachtet haben. Und der Mittelwert, den wir gerade berechnet haben, der taucht hier auch auf, nämlich wo? Ja, Sie haben ihn hier als parallele Gerade zur x-Achse eingezeichnet, genau bei 1,2. Er ist ja auch 1,2. Und gut, jetzt sind ja noch Flächeninhalte drin, A1 oder A2. Ja. Wie kommen denn die zustande? Gut, damit hat es Folgendes auf sich. Wenn wir mal annehmen, die Quelle hat ihre ganz normale Ausschüttung, die über diese Funktion hier gegeben ist. Dann wissen wir, vom 0. bis zum 10. Tag wird die gesamte Fläche unter der blauen Kurve ausgeschüttet. Ja, aber schau mal. Wir haben jetzt diesen Mittelwert gemacht von 1,2. Wenn wir die Fläche unter diesem Mittelwert berechnen würden, von 0 bis 10, also genau dieses Rechteck, das müsste doch dann genau dieselbe Wassermenge zeichnen. Genau, denn entweder wir schütten am Anfang viel und später wenig aus, oder wir schütten die ganze Zeit die gleiche Menge aus. Am Ende ist es dieselbe Fläche unter der Kurve und entsprechend dieselbe Wassermenge. Heißt, wenn dieses Rechteck hier dieselbe Fläche ist wie die Fläche unter der blauen Kurve, dann sollte klar sein, wie die orangen Flächen zu verstehen sind. Naja, der weiße Bereich, der hier ist. Also der hier, ja? Genau, der hier. Der ist sozusagen Fläche unter der blauen Kurve und auch Fläche unter dieser lilanen Kurve. Gut, genau richtig, ja. Okay, und die Fläche A1, die ist nur bei der Fläche unter der blauen Kurve dabei. Richtig. Okay, und die Fläche A2 ist nur bei der Fläche unter der lila Kurve dabei. Richtig, so. Und was sagt das jetzt aus? Naja, da die beiden Flächen unter der blauen Kurve und unter der lila Kurve ja gleich groß sein müssen, müssen ja sozusagen A1 und A2 auch gleich groß sein. Richtig, denn diesen weißen Teil haben sie gemeinsam. Und wenn bei der lilanen der noch dazukommt und bei der blauen der dazukommt, dann sind die beiden gleich groß. Das heißt also, wenn man es grafisch so macht, dass man den Mittelwert einzeichnet, dann teilt er die Funktion so ein, dass wir tatsächlich zwei Flächen bekommen, A1 und A2, die gleich groß sind. Ah, das heißt, wir können jetzt auch den Mittelwert immer grafisch näherungsweise auch bestimmen. Genau, und das schauen wir uns im Unterricht zusammen auch an einem Beispiel an. Tschüss. Ciao.